werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir leben in einer Gesellschaft, die vorgibt, alles zu kontrollieren und alles zu wissen. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass die Rückkehr zur Normalität in letzter Zeit sehr hart war. Ein witziges, völlig unbekanntes Virus hat es geschafft, plötzlich den gesamten Planeten zu blockieren. Innerhalb weniger Monate sahen wir uns mit einem hinterhältigen und unsichtbaren Gegner konfrontiert, der sich blitzschnell ausbreitete. Staaten auf der ganzen Welt sahen sich somit mit einer globalen Krise konfrontiert, die sie zwang, sehr schnell zu reagieren und ihre Organisationen anzupassen, um diese Pandemie wirksam zu bekämpfen. Polizeikräfte bildeten hier keine Ausnahme. In sehr kurzer Zeit mussten sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen, die Aufgaben zu priorisieren und so viele Kräfte wie möglich an der Front einsetzen zu können. Um die von den eidgenössischen und kantonalen Behörden angeordneten Gesundheitsmaßnahmen durchzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, war die Strategie der Kantonspolizei einfach und klar. Wir mussten diese Pandemiewelle brechen, um zu verhindern, dass unsere Spitäler überlastet werden. Diese Strategie hat sich ausgezahlt. Unsere Ärzte und das Pflegepersonal konnten die Situation mit der Professionalität und Effizienz, für die sie bekannt sind, in den Griff bekommen. Heute hat sich die Lage etwas beruhigt. Diese Rückkehr zur Normalität sollte uns jedoch in den nächsten Tagen veranlassen, Lehren daraus zu ziehen. Trotz ihrer Brutalität sollte eine Krise immer als eine Gelegenheit betrachtet werden, unsere Organisation zu verbessern. Ich habe daher angeordnet, dass in den kommenden Tagen in jeder Einheit des Korps eine Evaluierung durchgeführt wird, um unsere Einsatzkonzepte noch effektiver zu gestalten. Nach den vergangenen 4 Monaten kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Kantonspolizei ihren Auftrag erfüllt hat. Ihre Präsenz und ihr Ansatz vor Ort, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind vor der gesamten Bevölkerung geschätzt worden. Lassen Sie uns jedoch in den kommenden Tagen vorsichtig bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Stärke eines so hinterhältigen Gegners wie dieses Covid-19 schnell vergessen wird und das Virus dadurch härter zurückschlagen wird. Bleiben wir also wachsam. Ich danke Ihnen für Ihren tollen Einsatz in den letzten Tagen und wünsche allen einen schönen Sommer.